Die Hebammenpraxis Sonnenlicht unterstützt seit 2009 Mütter während und nach der Schwangerschaft. Und auch im Kreissaal waren die Hebammen bei der Entbindung dabei. Doch nun haben sie zum Ende des Jahres ihr Arbeitsverhältnis an der Klinik gekündigt. Es ist eigentlich das Frustrierende, wenn man sieht, dass die Hebammenpraxis schon sehr gut läuft und die Kurse alle voll sind, aber trotzdem es auch bei den Kursen Frauen gibt, die lieber woanders entbinden. Wir haben fristgerecht zum Quartalsende einfach gekündigt und das ist seit Oktober bekannt, der Verwaltungsleitung so halt wie auch dem Landrat. Und wir fanden es jetzt einfach so an der Zeit, auch für die Frauen, die am 25., 26., 28. Dezember einfach Entbindungstermin haben, dass da irgendwo eine Info rausgeht. Die Stadt hofft indes, durch eine finanzielle Soforthilfe den Standort Zwiesel doch noch aufrechterhalten zu können. Denn es sei schwieriger und kostspieliger, eine stillgelegte Abteilung wieder zu beleben. Das ist einmal die Aussage von Herrn Schmitz, ohne Hebammen keinen Kreißsaal. Die Hebammen sagen, sie können mit dem, was an Geburten da sind, nicht überleben. Also sprich, die Arbeit rentiert sich nicht. Und der ärztliche Direktor, der Herr Dr. Pötzl, hat den Punkt 3 genannt, dass es ein strukturelles Problem ist. Das lässt sich natürlich nicht so schnell lösen. Aus Sicht von Regens Landrat wird sich die vorübergehende Schließung nicht mehr abwenden lassen. Das Problem ist mit Geld allein nicht zu lösen. Sie brauchen einen Pool an Fachkräften, das sind Hebammen einerseits, das sind Ärzte auf der anderen Seite, das sind aber auch die Zuweiser, also die niedergelassenen Ärzte, wo die Chemie stimmen muss, damit man eine Zahl an Geburten bekommt. Bei uns in Zwiesel sind es ungefähr 400 im Jahr. Wir hätten jetzt als Krankenhaus gesagt, dass wir sogar Festgehalt zahlen, also 2500 Euro pro Monat und Hebamme, das hätten wir garantiert. Und trotzdem haben die Hebammen gesagt, uns fehlt langfristig die Perspektive. Für die Zwieseler Bürger ist die Schließung der letzten Geburtsstation im Landkreis eine kleine Katastrophe. Ich finde es eine Sauerei. Ich finde es sehr dramatisch und sehr schlimm, dass es hier keine Geburtenstation mehr gibt. Es muss wohnortnah eine Geburtenstation geben. Ich bin selber in Zwiesel geboren und ich habe beide Mädels in Zwiesel gekriegt. Die Schließung zum 01.01.2014 wird sich in der kurzen Zeit kaum noch abwenden lassen. Nun liegt es an Stadt, Landkreis und Klinikbeauftragten, gemeinsam ein neues Konzept zu entwerfen, das vielleicht irgendwann eine Rückkehr der Geburtshilfestation im Kreiskrankenhaus Zwiesel ermöglichen wird.